Traumberuf, Politiker oder Popstar? Wenn man es richtig anstellt, geht beides. Politisierender Popstar. In die Sauna mit Merkel oder Steinbrück? Steinbrück. Mit beiden. Ich glaube, es wird eine spannende Unterhaltung. Wie spannend wird das Wahljahr 2013? Ziemlich spannend. Ich bin sehr gespannt, wie Herr Steinbrück nochmal versucht, sich ins Gespräch zu bringen. Herr Steinbrück ist Angela Merkels bester Mann. Dementsprechend denke ich, so spannend wird's nicht. Wahlen ab 16? Ich bin 16, also ja. Auf alle Fälle. Wahlskandale 2013? Was steht uns bevor? Ich glaube, die richtig großen Wahlskandale gibt's erst, wenn wir anfangen, elektronisch zu wählen. Bis dahin wahrscheinlich nicht so viel. Doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland? Warum nicht? Nein. Was ist typisch deutsch? Wir sind inzwischen so groß, so multikulturell, da gibt's gar nicht mehr typisch deutsch. Ja, Deutschland ist bunt. Negerkuss oder Mohrenkopf? Negerkuss. Dickmanns, darf ich Werbung machen? Schläfst du gut? Kommt drauf an, ob ich ein YouTube-Kanzlerfinale vor mir habe oder nicht. Nach heute auf alle Fälle. NPD-Verbot? Es wäre ein Zeichen, aber es würde überhaupt nichts bringen. Ja, weil genau das, was in der Spielshow gesagt ist, glaube ich, richtig ist. Demokratiefeinde dürfen nicht von der Demokratie profitieren. Wer ist dein Wunschkanzler? Wenn ich mich festlegen müsste, ich wüsste es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich brauche mehr Informationen wahrscheinlich. Aber ja. Mein Lieblingskanzler ist eine Kanzlerin, Angela Merkel, wenn sie von Didi Knödel in Internetsachen zukünftig beraten wird. Halt, stopp! Ich wähle NPD. Bushido. Here we go!